Ich grüße euch. Ja, wir sind wieder beim Christoph in der Physiopraxis. Und ihr habt im Video davor schon gehört, dass ich den Weg hierher gefunden habe, weil ich ein Problem hatte, lange Jahre hatte, Gott sei Dank hatte, mit meiner linken Schulter. Was war da los? Ich wusste es selber nicht. Ich habe aber nur gemerkt, dass ich irgendwie halt die Schulter nicht richtig ansteuern kann. Ich hatte keine Schmerzen, aber ich habe irgendwie gemerkt, da ist irgendwie Sand in mir Getriebe und ich kriege meine PS einfach nicht auf die Straße. Hab den Weg damals zum Christoph gefunden. Und ja, Christoph, ich würde dich einfach mal bitten, unseren Followern zu schildern, wie du da rangegangen bist, wie du generell an so eine Problematik rangehst und einfach mal ja, schilderst, erklärst, was da mein Problem war. Ja, also bei Schulterproblemen ist generell immer meine Denkweise, dass halt der Schultergürtel, das heißt Schlüsselbeine und Schulterblatt, dass die auf dem Brustkorb aufliegen und im Grunde genommen vom Nervensystem gesteuert werden. Und dann kann es verschiedene Probleme geben. Entweder sind halt die Nerven irgendwo irritiert, Muskulatur kann überarbeitet, falsch beansprucht sein oder es gibt Probleme mit dem Brustkorb, dass der in irgendeiner Art und Weise an Beweglichkeit eingebüßt hat. Das ist ziemlich häufig heutzutage, weil halt zum Beispiel Corona unsere Lunge festmacht oder also die Erkrankung unsere Lunge festgemacht hat und sie nicht wieder richtig vital und beweglich geworden ist. Oder man halt einen Bürojob hat, wo man immer wieder telefonieren muss und einseitige Spannungen aufbauen muss oder. Also der Brustkorb ist ein ziemlich häufiger Faktor, der halt den Schultergürtel irgendwo irritiert. Und ähnlich war es auch bei dir. Da gab es eine kleine Unbeweglichkeit im oberen Brustkorbbereich, die ich dann, wo ich dich halt dann untersucht habe, auch relativ schnell sehen konnte. Und genau, also die Ursachen dafür sind halt oft irgendwo bei der Lunge oder halt bei beruflicher Überanstrengung oder einseitiger Belastung, die man halt neben dem Sport hat, zu finden. Und genau, wir können ja mal vielleicht kurz an deinem Rücken zeigen, wo ich Ja, da gesucht und gefunden habe. dann Vielleicht machen wir ziehst du das deinen so. Schatten Ja, aus. mache ich. Danke. Super. Also, bei dir sieht man relativ gut, ja, die Muskelreliefs, hier den Deltamuskel, hier vorne das Schlüsselbein und den Trapeziusmuskel, der quasi den Schultergürtel in Richtung Kopf steuert. Vorne die Brustmuskulatur, die die Schulter nach vorne zieht. Und wenn du dich mal umdrehst, auf der Rückseite des Rückens die Trapeziusmuskulatur und Rhomboideusmuskulatur, die das Schulterblatt nach hier steuert. Also das Schulterblatt liegt hier in der Tiefe. Und vom Schulterblatt ausgehend gehen dann halt Muskeln, viele Muskeln der Rotatorenmanschette in Richtung Oberarm und steuert dann halt den Oberarm. Und bei der Untersuchung seiner Brustwirbelsäule habe ich halt Einziehung auf dem Bereich des zweiten, dritten Brustwirbels gesehen und halt auch muskuläre Spannung, die halt von hier in Richtung Schulterblatt ging und die halt relativ fest und eindeutig waren. Und dann war es halt so, dass wenn ein Muskel hier fest wird, der Muskel läuft ungefähr ziemlich genau hier, man kann es schön bei dir gerade anzeichnen, man sieht es schön rot. Wenn halt so ein Muskel fest wird, dann wird die Funktionskette, sagt man, das heißt, alle Muskeln, die mit diesem Muskel in einer Einheit agieren, die werden dann gleich fest. Und so war es halt bei dir, dass halt von hier ausgehend in Richtung Schulter ein Muskel fest wurde. Der Musculus teres major war das in dem Falle, der halt dann im Schulterbereich für Irritationen gesorgt hat. Genau, und die Lösung des ganzen Systems war eigentlich, dass wir die Brustwirbelsäule in dem Bereich beweglich gemacht haben, das ist halt schwierig, das alleine zu machen, da kommt dann wirklich die Arbeit des Physiotherapeuten zugute und dann aber halt auch die Arbeit des Patienten in deinem Falle, das dann halt beweglich zu halten. Also das einmal beweglich zu machen, ist halt noch nicht die finale Lösung, sondern man muss halt gucken, dass die Brustwirbelsäule in dem Falle beweglich bleibt. Ja, und im Grunde genommen, genau, Brustwirbelsäule mobilisiert, Muskulatur locker gemacht und wenn du kannst, ganz kurz mal das Mikrofon hältst, dann habe ich dir, glaube ich, als Übung für danach gezeigt, dass man halt auf so einem Petsi-Ball sich einfach zu Hause hinsetzen kannst. Du hast ja im Sport die Möglichkeit, das zu machen. Dann habe ich dir gesagt, du sollst dich hier nach hinten lehnen, auf den Bereich der Wirbelsäule, nimmst die Hände nach hinten und dehnst einfach diesen Bereich der Brustwirbelsäule schön nach hinten, mobilisierst dann die Atmung und dann kann halt im Laufe der Zeit diese Brustwirbel von vorne Spannung verlieren und der wird dann halt nicht mehr so schnell fest.
Ja, das ist eine Übung, die ich heute noch mache, zu Hause. Also einmal die Woche Sonntag beispielsweise. Das sind immer meine Christoph-Übungen, die ich immer zu Hause mache, um halt den Brustmuskel oder den Brustkorb aufzudehnen, wie du es mir erklärt hast, um einfach meine Hausaufgaben weiterzumachen. Und du fragst mich auch immer regelmäßig, ob ich meine Hausaufgaben mache. Mache ich natürlich immer. Und ja, weiß nicht, wollen wir noch einmal die Wirbelsäule mobilisieren, dass du mal nochmal zeigst, wie sowas funktioniert? Können wir gerne machen. Machen Genau, wir. also in deinem Fall war quasi der dritte Brustwirbel etwas unbeweglich in die Beweglichkeit nach hinten, also wenn man sich in die Streckung bewegt. Und da hat man halt oft das Problem, dass die kleinen Gelenkchen hier, die Facettengelenke zwischen den einzelnen Wirbelkörpern etwas fest werden. Und da gibt es halt für uns als Physiotherapeuten die Möglichkeit, dass man den unteren Wirbel fixiert mit so einer Handposition und dann von oben Druck auf die Wirbelsäule gibt und dann lösen sich diese Gelenkchen voneinander und werden wieder schön beweglich. Und dann sind sie halt schön beug- und streckbar danach. Um dieses Segment zu mobilisieren, nimmt man die sogenannte Pistolentechnik. Da formt man die Hand wie so eine Pistole und die Arme und nimmt quasi, fühlt erstmal, wo quasi die Fortsätze der Wirbelsäule sind. Dann gibt es ja noch so ein paar kleine Tricks und Feinheiten, die man zu beachten hat. Fühlt das Ganze. Greift sich den Wirbel, nimmt hier die Pistole, legt den Patienten aber drauf und je nachdem, wie fest sowas ist, kann man dann halt von oben Druck auf die Hand geben oder mit Traktion arbeiten und hier so ein bisschen Schub reingeben und dann löst sich das, wenn es fest ist. Auch ganz einfach. Ne? Fühlt sich aber bei dir ganz frei an. Das ist gut. Ja, scheint es deine Hausaufgaben gut zu machen. Ja, immer. Super. Okay. Ja, das ist immer auch das, was ich immer sage und warum ich auch so gerne mit dir halt zusammenarbeite, weil wir immer so arbeiten sollten, dass wir halt präventiv arbeiten und ja nicht erst den Weg in der Praxis suchen, wenn die eigene Motorkontrollleuchte irgendwie schon jahrelang rot blinkt. Von daher meine Bitte, wenn Probleme auftauchen, versucht euch wirklich die im Entstehen anzugehen und im Entstehen zu bekämpfen und nicht erst als ja total Baustelle bei dir in die Praxis zu kommen. Ne? Das ist tatsächlich auch einer der Punkte, die die Praxis ein bisschen hervorhebt, denn ich bin Heilpraktiker für Physiotherapie und das heißt, man kann quasi, wenn man ein Problem hat, direkt zu mir kommen. Also man muss nicht unbedingt zum Arzt gehen erst und dann mit einer Überweisung herkommen, sondern man kann halt, wenn man merkt, oh, da hängt irgendwas, ich funktioniere nicht wie vorher, ich bin umgeknickt mit dem Fuß, der Klassiker ist die häufigste Erkrankung oder die häufigste orthopädische Erkrankung in Deutschland. Und da bauen sich einfach Spannungen im Körper auf, die teilweise alleine nicht zu lösen sind. Und da ist definitiv der Gang zum Therapeuten sehr wertvoll. Genau, und da ist jeder hier natürlich herzlich willkommen. Ja, super. Ja, Christoph, vielen Dank für deine Tipps. Sehr Ne? gerne. Wirbelsäule wieder mobilisiert. Wenn ihr Fragen zur Thematik habt, schreibt die gerne in die Kommentare. Schreibt mich gerne entweder bei YouTube oder bei Instagram direkt an. Ansonsten freue ich mich aufs nächste Video mit euch. Euer Felix.